muss jetzt erstaunlich langweilig. Sie sagt ja nämlich das, was Sie ohnehin schon wissen, nämlich dass die Vereinigten Staaten reich, Lateinamerika arm, Afrika sehr arm. Interessanter wird es schon, wenn man hier eine andere Weltkarte darüber nimmt, nämlich die Weltkarte der Kohlenstoffschuld. Das sind diejenigen Emissionen, die wir in den letzten 50 Jahren gewissermaßen in der Atmosphäre abgelagert haben. Und was wir sehen, dass diejenigen Länder, die reich geworden sind, diejenigen Länder, die Armut überwunden haben, auch diejenigen Länder sind, die besonders viel CO2 in der Atmosphäre abgelagert haben.